Wir haben festgestellt bei der Aufdeckung der NSU-Morde, dass es erhebliche Defizite und Mängel gab in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands, in der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Sicherheitsbehörden. Und deshalb war es wichtig und konsequent, dass die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 1:1 umgesetzt werden. Mit diesem Gesetz, das heute verabschiedet wurde, wird dies gewährleistet. Zum einen geht es darum, die Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu stärken. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird in Zukunft eine stärkere koordinierende Funktion im Verfassungsschutzverbund einnehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Neuregelung des Einsatzes und auch der Gewinnung von V-Leuten. Wir werden erstmals jetzt mit diesem Gesetz klare rechtliche Rahmenbedingungen haben für die Anwerbung von V-Leuten und für den Einsatz von V-Leuten. Und es wird zum Beispiel ausgeschlossen, dass schwerstkriminelle Straftäter überhaupt als V-Mann in Betracht kommen.